Die Bilder sind auch ein paar Tage nach der Bärenhatze am Pulverturm noch immer präsent. Die Tigers haben in 4 Spielen sensationell die Grizzlies zu Gummibären degradiert und stehen im DEL-Halbfinale. Doch auch wenn der Gästetrainer die Straubinger Cracks in den höchsten Tönen lobte, die Mannschaft war besser, läuferisch besser, aggressiver. Sie hat Playoffs-Eishockey gespielt, wir nicht. Sie haben Zweikämpfe gewonnen, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, unangenehm gespielt. Und deswegen haben sie auch ganz verdient gewonnen. Ganz so klar, wie sich das 4:0 in der Serie und die Worte des Wolfsburger Coaches anhören, war es dann doch nicht. Games 1 and 3 were gerade das erste und das dritte Match waren ganz, ganz eng. Da hätte auch Wolfsburg gewinnen können. Wir haben da jeweils eine perfekte Auswärtsleistung mit einem überragenden Barry Brust im Tor abgeliefert. Zu Hause haben wir uns von unseren fantastischen Fans tragen lassen. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass wir im Abschluss das Glück des Tüchtigen hatten. Das war diese Saison nicht immer so. 4:0 hört sich am Ende klarer an, als es vielleicht war, aber wir nehmen das so natürlich gerne mit. Und gerade die angesprochenen Fans waren hin und weg von den Vorstellungen ihrer Lieblinge. Egal ob im Stadion oder später dann noch stundenlang in der Stadt, es wurde gefeiert bis zum Umfallen. Denn trotz aller Euphorie, die sich im Verlauf der Saison aufgebaut hat, wer hätte gedacht, dass die Tigers auch jetzt in der entscheidenden Saisonphase dermaßen rocken. Supergeil, spitze. Unglaublich, also ich hätte es nicht erwartet, dass das so läuft. Ja, einfach Wahnsinn. Sowas hat mein Straubing, glaube ich, noch nicht erlebt. Viele fühlen sich an die Aufstiegssaison 2005-2006 erinnert, als man von einer ähnlichen Position in die Playoffs startete und damals im Viertelfinale mit Regensburg ebenfalls einen dezimierten und damit physisch angeschlagenen Gegner rauskegelte. Doch nur auf die Wolfsburger Verletzten darf man das Ganze sicher nicht reduzieren. Der Sieg in der Serie war ein Produkt harter Arbeit. Wir haben vor dem Tor ziemlich gut gearbeitet, also den gegnerischen Schläger unter Kontrolle gehabt. Dass, ja, wenn mal Nachschüsse kamen, war der Barry da und oft haben wir es einfach vermieden, dass Nachschüsse kommen. Und unsere Stürmer haben einen unglaublichen Job gemacht, die haben überragend nach hinten gearbeitet. Also wenn wir die Scheibe vorne verloren haben, die haben Vollgas nach hinten gegeben und haben defensiv eine überragende Leistung gebracht in der Serie und ich denke, das war ein Schlüssel zum Erfolg. Fans, Mannschaft, Trainerteam und nicht zuletzt das Management, alle Rädchen haben perfekt ineinander gegriffen. Und das soll jetzt auch im Halbfinale so sein. Allerdings wartet da mit dem amtierenden Meister und mit Abstand besten Team der letzten Jahre, den Eisbären Berlin, eine wahre Herkulesaufgabe. Der kleinste gegen den größten DEL-Standort. Mehr Underdog geht eigentlich gar nicht. Berlin hat natürlich viel Erfahrung in Sachen Meisterschaften und Playoffs und alles Mögliche, aber ich sag mal, wir haben bis jetzt alles gegeben und wir sind mit der Art und Weise sehr weit kommen bis jetzt und wir dürfen uns nicht verstecken gegen Berlin, auch wenn sie der klare Favorit wären in der Serie. Und ja, alles ist möglich. Das wird natürlich unheimlich hart. Umso mehr müssen wir uns jetzt ausruhen, um dann ab Donnerstag wieder voll da zu sein. Vorsichtiger Optimismus also bei den Spielern. Deutlich zuversichtlicher hören sich da die Fans an. Wer so überlegen gewinnt, der schlägt alles. Wahnsinn, klasse. Das nächste ist GR Berlin, glaube ich, oder? Ja, prima. Super Stimmung. Da fahren wir alle wieder mit hoch. Ja, wir hoffen, dass es weitergeht so. Okay. Dass wir die nächsten Bären köpfen. Der akribische Arbeiter Dan Ratushny wird zusammen mit Co. Bernie Engelbrecht die Tigers optimal auf diese Herausforderung vorbereiten. Das Team ist mega heiß und auch die Fans werden, wie gehört, alles in die Waagschale werfen. Veranstalten übrigens auch wieder einen Sonderzug, um die Tigers so gut wie möglich zu unterstützen. Berlin, das 3 der 4 Spiele heuer gegen die Tigers gewinnen konnte, ist natürlich haushoher Favorit. Aber das waren die Wolfsburger ja auch.